Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Zelda Skyward Sword. Wir müssen südwestlich weiter. Ja. Hui. Dann wollen wir uns mal zur letzten Säule. Ich liebe diesen Vogel. Man fühlt sich so frei. So richtig frei. Ich glaube, das war eigentlich das Schlimmste. Ja? Abspringen! Ja, eine Wüste. Nice. Gebieter Tobi, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranelle-Mine angekommen. Mhm. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen ist und bereits vorausgeeilt ist. Das schätze ich auch mal. Irgendwo dorthin. Gut, dann wollen wir mal vorwärts gehen. Untersuchen. Was haben wir denn? Ah, Ton ist weg. So. Was ist das denn? Dieser Roboter scheint schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Ja, anscheinend. Aktivieren! Was zum Teufel ist das für ein Geräusch? Aber auch gleich den Felsen wegspringt. Hätte er sein können. Ich frage mich nur. Irgendwas muss ich hier machen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht was. Aber das finde ich schon mal heraus. Mal hier gibt es ja noch ein paar Steine, die ein bisschen kaputt gemacht werden wollen. Vielleicht versteckt sich ja da unten irgendwas. Oder auch nicht.
muss aber auch nicht zumachen. Aber... Was ist das da oben? Out. Kann man also out helfen. Muss er hier drin? Ach, stimmt. So komme ich hoch. Na gut, spiegelverkehrt. Da, la, la, la. Weiter geht's nicht. Na gut. Gar nichts, ne? Ich muss aufpassen, der Eisenschild ist ziemlich anfällig gegen Elektrosachen. Mal lieber voll machen. Was denn das Feines? Das ist aber nett. Ziemlich geil eigentlich. Sehr gut gemacht. Ich glaube, den holen wir uns mal dort rein. Danke. Aha. Tudelu. Aber Moment, was ist denn in der anderen Richtung? Bin ich da wieder? Jetzt will ich natürlich da nachgucken. Er geht mir zwar jetzt raus. So, nee, er fährt gleich bis dorthin. Auch okay. Ich will natürlich erst gucken, was sich dort hinter der nächsten Tür befindet, bevor ich weitergehe. Oh, du willst hier arbeiten, dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Das könnte natürlich gut sein. Wunderbar, aber... bringt mir alles nichts, da ich nur eine kleine Börse habe. Eine Mini-Börse.
Naja. Dann heißt es doch dort weiter. Die Rubine bringen mir auch nichts. Du hast eine Aeon-Blume erhalten. Blühte bereits in vergangenen Zeiten. Wunderschön und soll im Dunkeln hell leuchten. Hübsch. Hübsch anzusehen. Okay. Dann. Geht doch. Obwohl, ich könnte auch... Der ist auch auf Elektrizität. Gut. Nach da muss ich hin. Der Weg führt sowieso nicht weiter. Da muss ich hier rüber. Aufspannen und hier rüber. Oh. Nein, das Wort werde ich nicht sagen. Pack ich das? Ha. Geschafft! Jetzt brauche ich nur noch hier rüber. So, da komme ich so gar nicht durch. Na gut. Na? Bloß noch treffen. Naja, klar, dass da so ein hässliches Viech auf mich wartet.
Ashuichi. Nein, eigentlich wollte ich noch da hinten. Können wir mal gucken, ob da überhaupt was gewesen wäre. Sind jetzt hier. Aber ich glaube, das war eigentlich nur dazu da, damit wir. Wir sind in der Wüste Ranelle angekommen. Eine große Dürre hat da. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichem Treibsand fest. Von gefährlichem Treibsand. Ja. Ich empfehle Plus zu drücken, um auf deine Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gegend Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Eldin blablabla. Apropos Bodenbeschaffenheit. Wir gucken erstmal noch runter. Eigentlich ist Treibsand nur da. Und da muss ich hin. Ich glaube, das war gar nicht so einfach hier. Egal. Das machen wir nächste Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr morgen wieder pünktlich um 17.30 Uhr einschaltet, um zu sehen, wie wir hier durchkommen. Bis dahin einen angenehmen Abend und macht's gut, Leute. Haut rein!